Energie kann man von einer Zustandsform in die andere überführen, aber man kann sie weder verschwinden lassen, noch kann man sie kreieren. Deshalb heißt ja Einsteins Formel auch E gleich mc². Etwas, worüber Architekten überhaupt nicht reden, Bauingenieure eigentlich auch nicht und niemand darüber redet, weil man ja so gerne sagt, also unsere Gebäude, die sind so gut, die werden ja eh nicht abgerissen innerhalb unserer Zeiten. Ja, aber irgendwann werden sie eben doch abgerissen. Dieser Schutt ist noch einigermaßen einfach zu handhaben, weil er als partiell unangenehmen verbunden besteht, wie Beton mit einem Putz und einer Tapete und einer Farbe, und innen drin in dem Beton gibt es vielleicht schon ein paar Leitungen. Aber das wird zukünftig noch viel interessanter oder auch schlimmer werden, weil Kunststoff im Bauwesen eigentlich erst 1960 den großen Einzug begonnen hat. Und zwar so verbaut, dass es den Gewährleistungsansprüchen der Architekten, der Ingenieure und den Baufirmen entgegenkommt, nämlich untrennbar. Und damit haben sie ein massives Recyclingproblem. Resultieren tut daraus eigentlich die Forderung, was wir tun müssen, ist für mehr Menschen, definitiv, zumindest vorübergehend mit weniger Material bauen. Und zwar die gesamte Prozesskette betrachtend, das Material, die Müllerzeugung, die Emissionen und natürlich auch den Energieverbrauch. In dem Sinn, dass wir sagen, wir dürfen die Stromlücke nicht allzu groß werden lassen. Wir haben kein Energieproblem, aber wir haben dieses Stromlückenproblem beim Umstieg der gebauten Welt in eine elektrisch betriebene gebaute Welt, weil auf diesem Weg müssen wir uns begeben, die elektrische Stadt. Ein paar Technologien haben wir schon, ein paar müssen wir gemeinsam entwickeln, aber wir müssen es tun, weil wenn wir es nicht tun, dann reißen wir all das, was ich als Emissionseinspargesetz bezeichnet habe, hinter dem aber nichts anderes steht als die Überlebensfähigkeit der Menschheit auf diesem Planeten. Sonst reißen wir das alles ein. Jetzt waren Sie so nett und haben mich wirklich reden lassen bis genau 11:01 Uhr. 60 Minuten. Ich danke Ihnen ganz herzlich.